Du Creeper, du. So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Nicht Ultra Hardcore, sondern nur Hardcore. Und wie ihr sehen könnt, ich habe... Ja, Optifine ist noch drin, aber... Das läuft mit dem Modloader zusammen nicht, weil man hört da die Hintergrundgeräusche. Und ich habe jetzt wieder dieses Faxcraft, bla bla bla, keine Ahnung wie das heißt, drin. Das heißt, ich muss mich erstmal wieder einfuchsen. Und ich habe den Matmos-Dings-Mod drin. Der ist cool. Und, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut. Ich mache mal einfach mal parallel dazu die Musik ein bisschen lauter. Das ist cool. Ja, ich... Oh, ja, ich bin ja fast tot. Ich glaube, ich habe noch ein halbes Herz oder so. Oh Gott, und ich bin kurz vorm Verhungern. Ich bin mal ganz scharf der Meinung... Ich ziehe mir jetzt erstmal eine Pilzsuppe rein. Habe ich nur eine Schüssel? Ja, ich habe nur eine Schüssel. Scheiße. Und ziehe ich die gleich wieder rein und fopp. So, das muss reichen. Ja, es reicht. Ah, ne, gut, ich hatte doch noch ein ganzes Herz. Okay, hatte ich da was drinne? Ja, drei Iron Ingots. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Minecraft so mehr mögt oder ohne diesen Mod. Also ohne den Soundmod und ohne das Texture Pack. Netherrack, mal gucken. Magma Cream. Netherrack. Goldnuggets behalte ich. Glowstone Dust, den stecke ich erstmal rein. Die Gastier stecke ich rein. Ja, was stecken wir noch da rein? In einen Pfeil, den tragen wir nach da unten. Pfeile sind nämlich echt wichtig. Dich stecke ich rein, dich stecke ich rein, dich stecke ich rein. Dich, 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 den ganzen Gravel. Den ganzen Flint nach da unten zu den Pfeilen. Genauso wie die Federn. Oh, da oben sind ja auch noch Pfeile. Weil Hauptmerkmal an Pfeilen sind ja leider, dass sie aus Federn und aus Stickies bestehen. Ja. Das Zeug kommt da rein. Das reicht erstmal. Moment, das ist Gravel, das ist Cobblestone. Ultralag. Ja. Frame-Einbruch der Extralative. Den Brewing Sand hole ich mir noch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich teste mal, ob es mit diesem Texture Pack jetzt überhaupt noch weiterhin läuft oder sich immer aufhängt. Also spiele ich wieder mit Classic-Texturen. Ist zwar schade, aber mein Minecraft hasst mich ansonsten. Hier den Brewing Stand habe ich noch rausgeholt. Und den stelle ich mal dorthin und mache mir mal aus meinem nicht vorhandenen Glas etwas. Habe ich wirklich kein Glas? Nein, habe ich nicht. Muhahaha. Stirb, Spinni. Komm her. Tja, so sieht das Ganze aus, wenn man sich mit mir anlegt. Nein. Naja gut, doch, also... Auf jeden Fall... Leuchte ich... Ups, das war unbeabsichtigt. Das Ganze hier erstmal nochmal kurz aus. Und gehe jetzt auf die Suche nach Enderman. Okay.
Ah, oh, stirb. Moment, das war keine Spinne. Oh. Der hat schon früher geknallt, als erwartet. Ja. Yeah. Den haben wir es doch mal gegeben, haben wir es den. Okay, sind keine Enderman anwesend. Au. Geht's hier unten lang? Oh nein, da unten war ich schon. Was definitiv wichtig ist, ist, dass die Frames nicht wieder einbrechen. Okay, doch. Ich wechsle, glaube ich, jetzt mal zu den normalen Texturen und gucke, wie es da läuft. So, normale Texturen sind da. In der Hoffnung, dass das jetzt auch ein wenig besser läuft. Und in der Hoffnung, dass ich jetzt gleich ein paar Enderman finde. Stirb, Spinne! So, dankeschön. Stirb, Spinne. Ja. Irgendwie sind Enderman ganz schön ausverkauft, kann das sein? Bam! Ich brauche nämlich Enderman, um die Enderaugen zu machen, um in den Stronghold zu finden und um das Enderportal zu aktivieren. Mein Haus ist ja schon mal ganz hübsch. Nein, ist es nicht, ich weiß, aber... Immerhin besser als gar nichts. Ich muss ja nur die Nächte überleben. Du siehst mich nicht. Okay, du siehst mich aber. Gut, es wird Tag. Ich suche kurz nach Endermännern. Und irgendwas sagt mir, dass ich keine finden werde. Nicht jetzt jedenfalls. Gut, dann werde ich das tun, was ich immer tue. Und zwar... Ich gehe sterben. Nein, gehe ich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal in den Dschungel. In der Hoffnung... ich dort nicht sofort sterben. Eine Katze. Ich liebe Katzen. Hier unten geht's runter. Hier unten. Wow. Habe ich mich vor dem Sound gerade erschrocken. Wow. Verdammt nochmal. Sag mir doch einer, dass es Sounds macht. Nein, das wusste ich schon, aber ich habe es vergessen in dem Moment. Oh Gott. Das war echt unfair. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tsching. Nochmal. Yeah. Das war gerade schon ein kleiner Frame-Einbruch und ich habe nichts zu essen mit. Ich glaube, ich muss echt jetzt ein paar Schweinchen schlachten, weil... Yeah! Oh nein, ich hasse es. Wasser muss erst laden. Lag. Lag. Och nö, okay. Na, oh, oh, es geht doch noch. Hörst du auf? Immer wieder ein Einbruch. Auf 0 FPS und dann springt es wieder hoch auf 50. Was soll denn das? Willst du mich verarschen?
Minecraft? Nö, das gibt jetzt Rache. Ist ja echt unglaublich, was man Minecraft den ganzen Tag mit mir macht hier, ne? Ich geh mal kurz das Fleisch brutzeln, bevor ich hier verhunger. Okay. Du sollst die Wand nicht zerprügeln. Oh Gott, das wird noch lustig. Ich geh mal rein. Moment, ich brauche Schweine oder Kühe? Dort hinten sehe ich schon mal nichts. Nope, auch nix. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, weil wenn hier nichts zu essen ist, dann muss ich irgendwann verhungern. Du. Creeper, du. Egal, ich fresse jetzt erstmal das beides hier drin. Genau, ziehst du richtig rein, sehr schön. Und jetzt gehen wir mal auf die Suche nach Creeper. Nein, auf die Suche nach Enderman und Fleisch. Wo befinden wir uns eigentlich ungefähr? 100, 100, minus 100, plus 100, ja. Vergesse ich eh wieder. Moin Schafe. Yeah. Ich liebe die Sounds, die sind echt ganz witzig. Chicken! Chicken brauche ich sogar wirklich, weil wegen den Federn. Das ist ein Muku. Mein Fleisch. Und ich gucke mal gerade, ob ich hier irgendwo etwas Spezifisches finde, was ich brauchen könnte. Wie zum Beispiel Fleisch oder Hühnchen. Gebt mir eure Feder. Da. Das gefällt mir so schon mal. Ich schau gerade mal, ob hier nicht rein zufällig irgendwo noch ein Hühnchen ist. Nein. Ich entferne mich mal besser nicht zu weit von meinem Zuhause, weil ich meine, den ganzen Weg muss ich auch wieder zurücklaufen. Ich kann nicht einfach von der Klippe springen. Ja, ja. Okay, das wäre ziemlich scheiße, weil dann wäre es halt vorbei. Nein. Cool. Mal ist ja schon ein halbes Amok laufen, wenn ich nicht treffe hier. Da hinten sind noch mehr Kuhs. Und ein Hühnchen. Sogar Schaf zu sagen. Ich bedanke mich herzlichst für deine Federn. Oh, der hat gesessen. Ich schau mal kurz, dass ich, wenn ich hier Kühe abschlachte, die hier in der Reichweite meines Legs sind. So, Legs wieder vorbei. Und Kühe sind ja alle tot. Dankeschön. Mann, ihr blöden Kühe, ihr. Ich habe jetzt leider nur etwas vergessen, in welche Richtung es nach Hause ging. In diese hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, da oben ist noch eine Kuh. 21 Fleisch, das finde ich doch mal großartig. Hat sich der Ausflug doch gelohnt. Oh, hier unten sind wir. Bei Do You Like My Store. Ey, ist eigentlich der Unterwassersound auch da? Ja. Dort oben ist mein Haus und
Dort werde ich jetzt auch schnell hinlaufen und das Fleisch in den Laufen stecken. Moment. Ich bin gerade etwas komisch, aber... Nein. Okay, das lassen wir jetzt einfach so hässlich, keine Lust. Und dann springen wir hier hoch. Um dann hoch zu meinem Häuschen zu laufen, das Fleisch zu brennen, etwas Glas zu machen für die Fläschchen und dann... War es das auch schon mit dieser Folge? Die war echt kurz, habe ich das Gefühl. Oder liegt daran, weil ich hier so wenig geschafft habe diesmal. Beziehungsweise, weil ich einfach nicht wusste, was ich jetzt tun soll. Weil keine Endermen in der Nähe sind. Eigentlich wollte ich ja Endermen schlachten, aber... Das hat sich ja auch irgendwie damit erledigt, weil... Ja. Weil es einfach keine Endermen hier gibt. Was dampfst du überhaupt? Ich habe die nicht mal angemacht. Na, okay, egal. Wenn es euch so gefällt mit diesen Mods oder auch nicht, sagt es in den Kommentaren, ob ich den Audio-Mod drin behalten soll, weil wenn er drin ist, funktioniert Optifine nur zur Hälfte. Man sieht, die Fenster laufen nicht richtig. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Folge eine Daumen hoch, genau. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt ihr auf Abonnieren. Wenn ihr mich nicht mögt, dann disliked es eben, ist eure Sache. Ich verstehe ja irgendwie mehr freie Meinungsäußerung, aber dann solltet ihr auch begründen, warum es euch nicht gefällt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Winke, winke.